petit Macron. Regarde. Par là. Ce sujet important. Allez, une question simple à laquelle on peut répondre oui ou non. Est-ce que c'est en urgence entre les deux pays? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir in einer Zeit, in der Europa ja mit einer Vielzahl von schweren Krisen konfrontiert ist, uns bewusst sind, dass wir eine gemeinsame Verantwortung, Frankreich und Deutschland haben, um Europa voranzubringen. Personnel, que je crois assez partagé au sein de ce gouvernement et de cette majorité, nous devons aussi avoir une perspective. Ich glaube aber, dass die derzeitige Finanzmarktvolatilität, die wir beobachten, eben auch Ausdruck dieser Unsicherheiten ist, dieser konjunkturellen Risiken, die ich vorher erwähnt habe. Wir insofern auch eine Übertragung dieser Volatilität beispielsweise vom asiatischen Raum nach Europa sehen, die auch nicht ganz unabhängig zu sehen ist von den geldpolitischen Ausrichtungen in den Währungsräumen und weltweit. Accord avec ce que vient de dire Jens Weinmann sur la volatilité quelque peu excessive des marchés financiers. Je crois qu'il faut savoir la dépasser dans ses variations instantanées face à une économie réelle qui donne en zone euro des signes de robustesse supérieure. Bien sûr, il y a des risques vers le bas sur la croissance en zone euro, mais toutes les indications récentes montrent que la reprise est là.